So, hallo zusammen zur fünften Serie der Online-Skat-WM. Und bevor es losgeht, möchte ich einen Shoutout an Peter Pedersen machen, der unter meinen Skat-WM-Videos angefangen hat zu kommentieren. In einer hervorragend erfrischenden Art und Weise. Was seine Schreibe angeht. Also mir gefällt das sehr gut, wie er die Spiele beschreibt. Manchmal beschreibt er tatsächlich das, was passiert ist. Wie zum Beispiel hier. Wie ist die Gefechtslage? Dann spielt er 40 Punkten auf Herz-Rot-Überstich, auf Kreuz-Wendel-Abstich. Wenn das Ass jetzt nicht zupackt, da ist guter Rat teuer. Escape, Ass raus, 51 Augen zu und Trumpf-Dame vorgestellt. Passt. Ja, und manchmal hat er aber auch schon Spielfehler von mir oder von anderen angezeigt und auch immer, also ich finde das richtig cool. Wie erstmal, ich will mal gerade noch, wie komme ich denn jetzt zu meiner zweiten Serie? Denn, hier, mal hier in die zweite Liste reingucken, denn da hat er, ah, das ist die Hauptrunde, Moment. Der jetzt im Finale hier. Da hat er nämlich auch schon fleißig kommentiert. Und ja, auch wieder so geil. Jedem aus der Hinterhand, das war in dem Fall der Nowakowski, der andere. Noch benebelt von zwei Omagranks ist klar, dass Herz durch ist und deswegen mit der 10 geschmiert werden kann. Stattdessen fliegt das ungeklärte Kreuz Ass. Noch ist der Sieg möglich. Da ist auch schon die Herz 10 für den Alleinspieler. By the way, Herz 7 will do. Was soll Willen denn machen? Entweder Trumpf oder zwei Fehlfahrten zeigen. In spite of the fact, victory is near. Lass ihn doch ziehen und gib die Pik 9. Der Alleinspieler muss kommen und dann fliegt auch noch die Kreuz 10. Now it's all over. Tilt. Das war übrigens das Spiel, das ich gewonnen habe. Dieses verrückte Spiel, wo der Miroslav Kreuz Ass und 10 schmiert, falls sich jemand erinnert. Und ja, also dieser Peter, du schreibst wirklich hervorragend hier. Und bisschen Englisch, bisschen Französisch drin. Keine Ahnung. Wir haben spekuliert, also Kumpel und ich Kumpel hat spekuliert, dass du vielleicht einer der großartigen Skat-Kanadier bist, aber wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall weiter so. Hab noch nicht alle Kommentare inklusive der Zeitangaben gelesen, aber ich finde es absolut erfrischend und freue mich, dass du die Videos gerade anguckst und so toll kommentierst. Und offensichtlich auch deinen Spaß daran hast, sonst würdest du wahrscheinlich nicht so kommentieren. So, bevor jetzt die fünfte Runde geht, schauen wir mal in die Gesamtwertung rein, wie es denn jetzt steht. So. Auf Platz 1 ist der eben besagte Miroslav Nowakowski, aber wir sehen, er hat nur einen Schnitt von 1029. Das wird also bei weitem nicht reichen für den Weltmeistertitel, aber wahrscheinlich für eine Top 25 oder so. Deswegen spielt er wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht weiter, weil er weiß, der Titel, wo man so 1200er Schnitt für braucht, ist eh nicht mehr drin. Ja, also bleibt er dabei. Aber hier Peter Schieß nach 4 Listen immer noch 1300 oder hier Yannick Möhle nach 6 1200. Das sind heiße Anwärter auf den Titel. Nicht so ich leider. Ich habe bisher erst eine 883, immerhin erst 4 Listen. Da ist noch ein bisschen Chance da, aber da müssen jetzt schon wirklich mal ein paar 13, 14, 1500er Listen kommen. Ausgeschlossen ist es nicht. Quantus hier, Markus Menzel, hat nach 8 Listen eine 8,63. Gucken wir mal, ob er in der Lobby rumhängt. Ob er jetzt auch hier seine 9. und 10. heute voll macht. Marco habe ich jetzt nicht gesehen beim Durchscrollen. Wahrscheinlich heute dann erstmal nicht. Wie dem auch sei. So, aber es gibt auch noch weitere nicht so gute Nachrichten. Mein Kollege Jörg hat nach 4 Listen nur 632. Den hat der Downswing jetzt leider im Finale ereilt zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt. Aber dafür, Robert ist nach 5 Listen mit einem 1000er Schnitt noch auf gutem Kurs, noch mit Chancen auf den Titel, würde ich gar meinen. Insofern drücke ich da weiter die Daumen. Und er spielt auch, wir alle drei spielen jetzt, meine ich.
Jörg ist online, hatte ich gesehen. Da ist Robert, da bin ich. Wo ist Jörg? Da ist Jörg. Alle online? Kann es passieren, dass wir an einem Tisch landen? Schau mal her. Roberts letzte Liste 9,81. Meine letzte Liste war 6,91. Das passt schon mal nicht. Und Jörgs letzte Liste 8,19. Naja, Robert und Jörg eventuell, ne? Na, 8,19. Nee, eigentlich auch nicht. Sollte nicht passieren, dass wir an einem Tisch jetzt landen, normalerweise. So, dann bin ich ready, denke ich mal. Zur fünften Liste. Hoffentlich stellt sich da mal sowas wie ein Lauf ein. So, hier seht ihr immer gar nicht, wenn ich hier scrolle, weil da eine Facecam drauf ist. Naja. Aber so ungefähr sieht man es. So, ach so, siehst du, der Titelverteidiger Andreas Schierz. Ist es dem denn mittlerweile noch besser ergangen? Ich vermute mal nicht. Der hat ja so einen üblen Start. Schierz. Oh ja, doch, hat sich ein bisschen hochgearbeitet. Ist jetzt nach sieben Listen immerhin auf einem 9,19er Schnitt. Aber das sieht alles leider für ihn nicht danach aus, als würde er seinen Titel verteidigen können. So, und da geht's schon los. TL Mimo, Turnierleitung Mimo wünscht gut Blatt und viel Erfolg. Das wünsche ich mir vor allem auch. Und dann schauen wir mal, wer unser Gegner ist. Heute werde ich auch mal nach dem Gegner. Oh, falscher Sound. Moment. So, jetzt habe ich es auf den Ohren. Stefan Jeckels und Ralf Gerngroß. Dann schaue ich gleich mal. Karten müssen korrekte Größe haben. Ja. So, der Jeckels hat seine 10 Listen schon voll. 800er Schnitt. Sieht also nicht gut aus für ihn, dass er da noch irgendwas reißt. Und der Gerngroß hat 6 fertig mit einem 39er Schnitt. Also alle nicht mehr im Rennen für den Titel, sage ich jetzt mal. So, ich bin in Vorhand. Die Mittelhand reizt an auf 18. Und da werde ich mal die Karte passen. Hätte ich jetzt, naja, ein Kreuz mehr halt, ne? Oder dann würde ich wahrscheinlich hier mal den Kreuz versuchen. Aber so scheint es mir nicht gut genug. Peak. Ich mach mal Kreuz auf. Gucken wir mal, meinem Mitspieler die 10 freispielen. Hat sogar geklappt. Da haben wir schon mal 13. Da kam der Abstich. Könnte sogar sein, dass die Kreuz 10 blank war. Deswegen werde ich jetzt wohl nicht Kreuz nachspielen. 20 haben wir. Ich denke mal, ich kann ja auch eine 10 vorsetzen. Ich habe genug volle. Vielleicht ist hier Überstich. Ja, 20, 30. 45, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Kommt der Schnitt, aber bei 45 stehen wir, da sehe ich noch ganz gute Siegchancen. Naja, dann ist auch egal, welche ich reinlege. Mal die rein, dann kriegt er die nicht. Es könnte sogar noch Kreuz Ass Abstich kommen. So sieht's aus. Und dann ist er Eigenschneider geblieben. Herzlichen Glückwunsch. Und ich sag mal eine 18 hiermit. Dann geht leider nicht mehr. So, am Anfang war der Sound auf meinem Laptop und nicht in meinen Kopfhörern, aber das ist, glaube ich, für euch irrelevant. Außer, dass ihr den Gong nicht so gut gehört habt. Jetzt direkt einen Gang nach dem Verlorenen. Na gut. Der ist vielleicht dann von der sichereren Variante. 6, 16, 20 haben wir. Okay. Ja, 33. Und mehr ging nicht.
So. Tja, Mittelhand ist nicht so schön. Bisschen wackeliges Ding, aber ich glaube mal, ich werde mal über den Herz hier rüber helfen. Jetzt allerdings bei 33 gehe ich dann mal raus. Ich sehe hier jetzt nicht, dass er 0 hat. Ja, Herz, Hand, okay. Aber dann komme ich auch für 36 nicht ran. Das war natürlich jetzt schon mal ein nicht so schöner Stich. Tja, dann ist es entweder ein Siebentrümpfer tatsächlich oder es liegt ein Trumpf. Aber das werden wir gleich merken. Offensichtlich macht Pik 10 noch einen Stich. Uff, mehr nicht. Ist ja schlimm. Gucken wir hier noch. Ja. Aber das war's dann. Das war's dann. Dann 65. So. Oh, schade. Ich dachte, ich krieg's mal für Passe, Passe. Aber gut, ich reiz mit der Karte ja nicht ungern. Auch wenn ich jetzt hier offensichtlich bis 36 gehen muss. 35 reizt er. Null Hand. Kann das sein? Kann wahrscheinlich sein. Na, vielleicht finde ich ja zum Gerang. Zack. Nee. Ah, es war ja mit die schlechtest mögliche Findung hier. Keine Trumpfverlängerung, kein volles. Wenn er ein Kreuz abgebrochen hat, dann sitzen die Trümpfe schlecht. Aber gut. Ich muss den Kreuz spielen. Mal gucken, wie sich's entwickelt. So, Kreuz. Ja, alle dagegen. Okay. Jetzt wird's natürlich interessant. Fünf Trümpfe dagegen. Links wirft Karo Lusche ab. Was heißt das? Unklar. Muss irgendwie natürlich, sollte ich versuchen, dass Karo Ass geschmiert wird. Dann habe ich eine Siegchance. Sonst wird es allgemein schwer, ne? Ich spiele erstmal die blanke Herz aus. Okay, da hat er schon. Oh, das ist schon mal gut. Hat er das Ass? 28 haben sie jetzt. Ja, weil jetzt ist Karo Ass blank unter Umständen. Das kann natürlich sein. Sieht ganz so aus, leider. 42 haben sie. Ah, habe ich nicht mitbekommen, dass er gar kein Karo mehr hatte. Hat er schon vorher einen abgeworfen? Naja, ich weiß auch gar nicht, ob ich den irgendwie gewinnen kann, ehrlich gesagt. Glaub nicht gegen 5 Trumpf. Abhaken und weiter. Ja, er hat abgebrochen, die Kreuzreizung. Aber ich kann jetzt, glaube ich, auch irgendwie den Grang dann nicht gewinnen oder irgendwas. Und selber, gut, man könnte jetzt sagen, war ein bisschen offensiv gereizt. Hätte ich bei Karo mit 2 einen Schluss machen müssen. Aber fand ich jetzt eigentlich gar nicht. Kann irgendwie so viele Karten finden, die mir selbst dann gegen 5 Trumpf helfen. Jeder volle im Prinzip. Ist, glaube ich, schon okay gewesen, die Reizung. War jetzt echt ein bisschen sehr unglücklich.
So, Grang. Ja, das ist natürlich schön für ihn. Zwei blanke Zehen helfen immer. Hat er vor allem auch nicht mal selber eine gedrückt, ey, abgefahren. Huiuiui, das war ein ganz schönes Windei dann. Aber lief ja alles. Ja, das war kein optimaler Start für mich hier. Mit dem Toten. Ja, wir haben ja beide sehr ähnlich. Achso, ne, die sind halt immer schwarz-weiß, hatte ich mich ja schon mal gefragt. Herz. Ja, jetzt kann man überlegen, mit dem König raufzugehen, aber. Da wohl ein Sechstrümpfer. Ein Sechstrümpfer mit drei Kreuz und einem Pik oder einem Karo. Insofern muss ich jetzt, glaube ich, Karo 10 schmieren. Okay, ist nur ein Fünftrümpfer. Okay, das ist ja. Das ist ja krass. Wie mache ich denn das jetzt? Es wird noch meine Kreuz 10 in Gefahr kommen unter Umständen. Ist jetzt. Oh, scheiße. Aber soll ich die deswegen schmieren, ey? Das ist ja auch ein Scheiß. Aber müsste ja reichen, ne? Ja. Gut. Das war auch kein so gutes Spiel. Die Mauer steht wieder, schreibt er. Weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwer gemauert hat. Wieder kein Trumpf, könnte doch wieder was werden. Schön den Schnitt hier. Ja, und jetzt, sieht ja nicht so toll aus. Er deckt da schon auf. Naja. Der war zu riesig. Das ist doch Quatsch, Ralf. War doch Spaß. Okay. Und da haben sich wieder alle lieb. So, kriege ich jetzt auch mal ein Spiel, was ich gewinnen kann vielleicht. Aber jetzt reizen schon wieder beide. 20 reizt der. Na, ich muss trotzdem reizen. Das ist ja echt ein starker Ansatz. Sechs Trümpfe. Und noch ein Ass und Farbe frei. Aber ich krieg's anscheinend nicht. Ne? Doch, 35. Also hat er Pik gereizt. Und rechts hat Herz gereizt. Ah ja, guck mal, das ist so ein schöner Skat. Reicht's ja schon für Nullover oder was? Ne, leider nicht. Ich hab kein Karo. Kein Karo Buben leider. Vier, dann. Ich werd mal Karo König lieber oben lassen. Zum Kreuz. 7 Trümpfe. Schwarzschanks. Probiere ich natürlich aus. Ja, Trumpf steht schon mal auf Schwarz und Karo auch. Gut, dass ich den König oben gelassen habe. So, danach direkt mal wieder kein Anschlussspiel. Das bin ich leider gewohnt. Bisher von diesem WM-Finale, dass ein richtiger Lauf bisher, glaube ich, nie zu sehen war.
Gut, Kreuz. Haben wir schon mal 8. Sechzehn. Tja, was schmier ich jetzt? Ich glaube, das Ass muss ich behalten. 36. Neunundvierzig, okay. Dann war alles richtig. Ohne Ass und Mittelhand zeigt 18. Na komm, das ist jetzt. Weiß nicht, ob das als Mauern zählt, aber ohne eigenes Ass. Ich glaube, da gewinne ich öfter die 40 Punkte, als ich selber ein Spiel gewinne. Aber weiß ich nicht genau. So, Herz, versuche ich mir mal eine 10 selber freizuspielen. Bleibt mal drunter, so Pik nachkommt. Okay, wird abgestochen. Schade. Gut, dann hat er ja nur noch zwei Trümpfe. Dann, welche hat er denn? So, jetzt habe ich keine mehr sehen. Er hat keinen vollen mehr, ne? Also jetzt den Buben zu ziehen wäre irgendwie auch nicht so sinnvoll. Dann lieber gucken, ob was in den Farben geht. Aber dadurch, wie gesagt, dass er keinen. Ja, das war natürlich nicht so toll jetzt. Hätte ich mit der 10 raufgehen müssen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es dann reicht. Reicht's dann? Ja, dann hat's gereicht. Ach, Mist, ey. Da hab ich den verschenkt. Frustrierend. So, ich krieg's für 20. Ja, das war jetzt auch nur so eine semi-gute Reizung, aber der Skat ist ein bisschen besser. 13 gedrückt, ja. Was anderes außer Karo ist hier aber nicht drin in Hinterhand. Riesenkragen in Vorhand. Mal so die höchsten Schneiderchancen sind. 5. Ach, jetzt nicht mehr. Oh, das ist nett, dass er den so spielt. Dann ist doch Schneider. Ach man, stehen davor 10 drauf. Ist eigentlich auch logisch, wenn selbst wenn der Alleinspieler das Ass hat, mache ich halt die erwarteten zwei Trumpfstiche noch. Und besser wird's halt nicht, ne? Tja. Hier mal anreizen, ja, ich glaube schon. Aber auf eine 20 gehe ich dann raus. Ah, ich krieg's. Leider oder glücklicherweise? Ja, ich glaube, glücklicherweise kann ich hier dann doch sagen. So die Frage, ob ich den Kreuzspieler mit Herz 10 gedrückt oder den Herz mit Kreuz König gedrückt. Finde, glaube ich, das Kreuzspiel besser. Ist aber irgendwie knapp. Bringt halt mehr Punkte und ich kann ein bisschen besser die Trümpfe kontrollieren, meine ich. Und ich kann halt mehr Augen auch drücken. Das gefällt mir natürlich nicht, der Aufschlag. 21. Aber ich ziehe, glaube ich, trotzdem nicht den alten. Der könnte noch wichtig sein. Aber ich. Weil den Abstich Karo 10, der ist sowieso vorprogrammiert, glaube ich. Da. Selbst wenn ich den alten ziehe, kommt der sehr häufig. Jetzt bin ich in Hinterhand. Das ist schon mal gut. Ah, siehst du, keinen Abstich. Dann sitzt die Karte relativ brav.
Jetzt kann ich, muss ich schon über Schneiderspiel nachdenken. Da muss ich, glaube ich, den alten ziehen, um die Trumpf 10 zu kriegen. Ja. Jetzt sind noch zwei Trümpfe draußen. Dann muss ich dann leider den König anbieten, sonst macht er noch zwei Trumpfstiche. Ja, er hat, die beiden Resttrumpf sind rechts. Okay. Gerade noch Schneider, Mensch. Das Ding in Vorhand. Das ist nicht besonders stark. Ich reiz mal bis zum Pik einfach. Habe ich noch den 0 drin? Ah, bin ich weg. Ist ein bisschen. Ist natürlich nicht stark, das Spiel. So, 82 Punkte nach 12. Da habe ich das Verlustspiel wenigstens so ein bisschen ausgleichen können. Kreuz wird gespielt, dann spiele ich mal blank aus. Oh. Drei Pik auf der Hand. 28.41. Wenn er jetzt irgendwie noch ein, ja, wenn er noch ein volles hat, dann gewinnen wir. Oder wenn er jetzt Pik Lusche abwirft, dann kann er sich noch wehren, glaube ich. Jetzt muss er Pik Lusche abwerfen, Pik Dame abwerfen. Ja. Aber ich glaube, links hat auch gar keinen vollen mehr. Irgendwer, ja, der Einschub ging dann nicht mehr. Er hat, glaube ich, den Buben, hätte er den selber abspielen können und schon zeitiger. Dann wäre es vielleicht gegangen. Da bin ich natürlich auch weg. Eine Karte. Ja, jetzt hätte ich natürlich Karo lieber gesehen, nochmal. Uff. Aber Karo war tot. Okay. Dann spielt es keine Rolle. So, was machen wir hier? Karo Hand wahrscheinlich. Oder ich spiele den Pik, wenn er auf 20 passt. Wahrscheinlich ist Pik mit reingucken doch stärker. Könnte ich noch zum Grang finden, ne? Ja. Ja, ist das jetzt ein Grang? Was sagt denn der Skatfuchs? Muss man mal gucken. Mittelhand. Wahrscheinlich ist der Grang zu schwach. Weil ich keine Augen drücken kann, ne? Das ist immer ein bisschen nachteilig. Doch 94% soll der angeblich wieder haben, ey. Na dann. Wie ist denn der Vortrag aber? Gleich Karo, so früh es geht wahrscheinlich. Ich probiere es einfach. Ja, das ist genau eine schwierige Karte für mich. Aber muss ich nehmen? 13. Ich ziehe mal meinen Gegnern mit 22.
44. Ach du Scheiße. Ah, jetzt habe ich ihn verloren. 54. Ja, es bringt jetzt auch nichts, Pik König abzuwerfen, weil links immer noch mindestens ein Bild ist. Das heißt, ich gewinne jetzt nur, wenn Pik 10 rechts blank steht. Ah, steht's aber nicht. Ja, das meine ich halt. Warum sagt er, habe ich jetzt doch beim Vortrag was falsch gemacht? Doch den Buben fordern und dann warten, bis Pik kommt vielleicht? Kann sein. Ach, ärgerlich, das muss ich irgendwie. Das ist immer wieder dieser. Den hatte ich schon mal in der Form verloren, den Gang. Mich dann gefragt, warum sagt der Skatfuchs 94%? Okay, egal. Abhaken, nicht gut. Kreuz. Greife ich mal in die Karo 10. So, Mittelhand passt, aber na los, anreizen kann ich, aber ist schon so Semi-Verzweiflung. Ist eigentlich sinnlos. Wie trägt man den Gang vor? Oder ich drück, vielleicht muss ich auch Karo 10 drücken. Das kann auch sein. Auf jeden Fall war er so scheiße, sowohl gedrückt als auch gespielt wahrscheinlich. Ach, je. Yeah. 25. Sticht da rein. 38. Muss eigentlich was in Karo noch gehen, ne? Dann spiele ich jetzt die H10 vor. Ja. Das war schlecht. Das war schlecht. Ja. Aber war auch nicht so schlimm wiederum. Also keine Sache, die das Spiel entschieden hat. Habe ich raus. So, Halbzeit nehme ich an. Yep. Halbzeit 134 ist ein bisschen dürftig. Ah, dieser Gang, der lässt mir natürlich keine Ruhe jetzt. Karo. Oh je. Direkter Abstich. Ich wechsle mal auf Pik. Ah, so war das nix. Na, Pik einfach, aber. Oh, ich krieg's sogar. Zwei Asse noch drin, Respekt. Dann sollte ich wahrscheinlich über den Grang nachdenken, zumindest, ne? Auch wieder einen Skatfuchs befragen, der mir ja gerade schon so unglaublich schlechte Dienste geleistet hat. Aber. In Vorhand, Bube raus.
Sieht ja gar nicht so übel aus, glaube ich. Also jedenfalls verstehe ich den besser, wie ich den spielen muss. Ja. Also 7 Augen drücken. Und einen Buben raus. Dann gewinne ich. Wenn die Buben verteilt sind, meistens. Und wenn Pik 1-1 steht auch. So, Buben sind verteilt. Und ich werde eingespielt. Dann ist er gewonnen. Pik ist auch verteilt, dann muss ich auf Schwarz gehen. Oh, es hat geklappt. Nee, Schwarz bin ich dämlich. Ich hab ja einen Bubenstich abgegeben im ersten. Da hätte ich es auch abkürzen können. Na gut. Macht nix. So, Passung. So, Jörg hat gerade geschrieben, er ist schon durch mit über 1100, stark. Sieht bei mir leider noch nicht so aus, kann aber noch werden. Buben sind jetzt noch 1-1. Naja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war. Also klar, ich kann da mehr reinlegen. Naja, gut. 18 Jahre. Bin ja schon fast schon weg wieder, ne? Oh. In Mittelhand ist das Ding, glaube ich, nicht solide genug. Krank schon wieder. Schöne Dinger hier. Kann ich nicht mithalten. Peak. Zwei. Er wirft Kreuz ab. Dann spielen wir weiter Karo, ne? 13. Aber der Kreuz wahrscheinlich 10 und Lusche gedrückt haben. Nicht unbedingt zwar, aber meistens. Meistens schon. Ah, hier ist ein Mini-Grang-Ansatz, aber ich glaube, ich muss den ein bisschen verfolgen. 24, ja. Ist natürlich übel. Dann gehe ich doch raus. Wenn ich jetzt hier den alten hätte, hätte ich, glaube ich, durchgereizt zum Grang, aber mit Pik-Buben und keine Vorhand. Und nur drei volle von achten. Wirkt irgendwie blöd. Aber eher lieber den Kreuz verlieren. 15. Okay. 19. Ah, ich spiele ihn zweimal an, ey. 3 Herz. 5 Trumpf, 3 Herz. Und noch zwei andere. Hoffentlich sind es die beiden Pik. Nee. Aber einmal Pik, einmal Karo vielleicht. Oh, Pik 10 blank. Okay.
Das war nicht so gut gedrückt dann. 18 hat er schon wieder. 20. Na, ich gehe jetzt hier auf Herz-Hand. 24 hat er gepasst. Dann hat er ein Kreuz oder ein 0. Wahrscheinlich eher ein 0, oder? Bei meiner Karte. So oder so, Herz-Hand. Das ist halt nur gefährlich in Mittelhand wegen Kreuzabstich. Aber okay. Dann war es wohl doch eine Nullreizung oder was? Ich nehme raus. Ist mir sicherer. Kriege ich den Trumpf 10 noch? Neunundvierzig. Gut. Jetzt mal ein Anschlussspiel. Ja, kein gutes, aber eins, was ich reizen werde mal. Der hat ein Herz gereizt. Ups, das ist um 0 mutiert hier. Ne, mit 19 geht's nicht. Oh je, der Peak ist natürlich auch ein sehr schwacher Peak. Da muss ich schon hoffen, dass ich irgendwie beide Herzvollen stechen kann, aber das scheint nicht sehr wahrscheinlich. Na, mal gucken. Ah, das ist zumindest einer. Vielleicht geht er rauf mit dem Herz Ass. Weil ich ja genau beide Luschen gedrückt haben muss, macht er aber leider nicht. Ja, das ist jetzt so ein bisschen doof. Vermute ja fast, die Trümpfe stehen jetzt 1-1. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt mit dem Pikbuben stechen, weil der Kreuzbube wahrscheinlich rechts ist. Ja, ich denke mit dem Pikbuben stechen und dann Trumpf abfordern. Wie viel Herz hat denn der aber noch rechts? Das ist die andere Frage. Ich mach's mal so. Zeit läuft mir davon. Ja, wie ich es vermutet habe. Trümpfe 1-1. Jetzt ist halt nur das Problem, dass er da jetzt noch ein oder zwei Herz hat, ne? Nein, nur noch ein, oder? Ja, dann habe ich es gut gespielt. Weil wenn ich da jetzt nur mit der Dame einen Trumpf steche, dann kommt der Überstich und dann machen sie immer noch einen Trumpfstich. Deswegen war da jetzt relativ wichtig mit 62. Mit dem Buben zu stechen, den Herzkönig, ja. So. Mittelhand hat 18 gesagt. Ja, hier gehe ich auf jeden Fall höher. Und da kriege ich es auch schon. Ja, der Skat ist so lala. Der Skat ist so lala. Ich muss den Kreuz spielen. Aber ich glaube, ich werde lieber die beiden Herz drücken, ne? Denn so mit so einer offenen Herzfront da sonst zu sein, das gewinnt man nicht oft. Schauen wir mal. Die war womöglich blank. Oder von der 10. Ich glaube, ich nehme lieber das Ass raus. Ich kann mir hier nicht leisten, dass es abgestochen wird. 17. Oh, Moment. Was ist hier los? 8 haben sie. Glaube, einen viel günstigeren Abwurf kriege ich nicht. 19. Ist natürlich nicht so gut.
Oh, aber hier hat er nicht gestochen. Das ist aber auch keine gutes Zeichen. Na, dann gewinnen sie ja trotzdem immer. Schade. Wenn die Trümpfe 4-1 stehen, dann habe ich keine Chance. Hätte ich tatsächlich doch schneiden müssen im ersten. Wenn die Trümpfe so stehen. Bitter. Bitter, bitter. Oder ich muss tatsächlich Trumpf Lusche spielen, dann geht's wahrscheinlich auch irgendwie. Grange Hand. Da haben wir nichts zu melden. 24 und Rest. Eieiei. Tja, sowas wie ein Grand Hand habe ich in der Liste auch noch nicht gesehen, ne? Na, den wollte er stechen. Hoffe ich, dass mein Partner jetzt nicht nochmal Kreuz bringt. Ach Mann, ey, warum denn? Tja, was ist jetzt los? Soll ich jetzt hier einstechen? Ne, ich werf Karo ab. Ich würde auch noch mal Karo abwerfen, glaube ich. Brauche jetzt nicht unbedingt beschweren. Keine Ahnung, was mit Karo los ist, ehrlich gesagt. War jetzt nicht mitgezählt. Wie viel haben wir denn da? 24. Er hat noch ein Herz. Und zwei Trümpfe. Dann geht's ja eh nicht. Oder ich hätte irgend. Naja, ich hatte immer die Trumpflusche nur. Ja, er darf halt nicht Kreuz zurückspielen. Es irgendwie muss versucht werden, dass ich einen Trumpf vollen kriege. Gran. Der wird wieder ein bisschen einfacher für ihn. Ah, schöne Bretter, ey. Kann ich von meinen Karten nicht behaupten. So, da sind wir jetzt schon bei Spiel 30. Ja, da kann jetzt hinten raus leider auch nicht mehr viel kommen. Muss man leider sagen. Sechs Trümpfe. Achtundvierzig haben wir. 10 reicht nicht. So,
Jetzt hier in Vorhand noch einen Gerangansatz. Unglaublich, dass da schon wieder gegen mitgereizt hat. Wieder 35. Was soll ich denn davon halten? Das ist wieder so ein abgebrochenes Kreuzding. Muss reingucken. So, den muss ich als Gerang mal spielen. Es ist nur die Frage, ob ich den gewinne. Das habe ich befürchtet. Wenn Karo nicht zu dritt steht, dann ist er ja gewonnen, ne? Drei Luschen in der Abgabe auf fünf, vier volle. Ja, dann ist er gewonnen. Aber, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also, habe auf jeden Fall schlecht gespielt in der Liste. Sei es der Grang, den man wahrscheinlich so vortragen kann, dass man ihn gewinnt. Sei es der irgendein andere Farbspiel, was ich da verloren habe. Gut, das Game 5 Trumpf ist egal. Was spielen wir denn? Karo. Starkes Ding, ey. Hier nochmal schöne Karte. Pik ohne 4. Ah, ich gucke rein. Schade, nicht mehr ohne 4, nur noch ohne 2. Dafür noch ein bisschen stärker geworden. Nochmal ein Schneider. Vorhand hier. Passe, passe, ey. Oh. Ich geh mal rein. Noch ein Bube drin ist gut. Ich glaube, da drücke ich sogar so, dass ich die R10 oben lasse. Scheint dann ja doch eher eine Normalverteilung zu sein. Zum Peak. Oh, ich fange mal mit von unten an. Kann man auch mit dem alten anfangen. Relativ ebenbürtig, glaube ich, bei der Karte. 7 haben sie. Oh, fällt leider ein Herz, dann kann ich nicht die 10 vorspielen. Dann Schneider. Oh, zwei Spiele noch. Na. Ist ein Ansatz, aber muss noch was liegen. Reiz ich den auf 24. Ah, los, mach ich mal. War ja die ganze Liste über relativ offensiv. Okay. Dann. Dann nicht. Mehr als 24 ist damit nicht zu reizen.
Was spielen wir denn? Peak. Okay, jetzt habe ich hier irgendwas mit dem Netz. Mein Netz zeigt doch an, dass es schlecht ist. So. 12. Mal wieder mein Kabel reinstecken. Ich gehe mal auf den Blanken in der Hoffnung, Trumpf zu trennen. Ja, es ist jetzt auch nicht so hilfreich. Aber ich steche trotzdem. Dreiundzwanzig. Ja, das ist nix. Das ist nix. So, letztes Spiel. Mach bitte keine 850 Punkte heute Abend. Weil er dann morgen keine Lust mehr hat, gegen mich zu spielen, habe ich so scheiße gespielt, die Liste. Naja, zufrieden bin ich nicht mit meinem Spiel, so viel ist klar. So, noch ein schöner Gang Hand für den gerne groß. Los, König rein. Aber beide geschnitten in Kreuz. Gut, ja, da hat er ja noch seine Liste geschafft. Seine Liste, seine 1000 Punkte geschafft. Tja, das war von mir auf jeden Fall mal kein Husarenstück. Kein Husarenstück, denn die Spiele, die ich verloren habe, bis auf das erste, das ich verloren habe. Alter, was ist los mit meinem Netz, ey? Na super. Hier nochmal vom Netz gehen. Naja, wahrscheinlich, weil jetzt der Tisch eh weg ist, ist es auch weg. Egal. Also war jedenfalls, bin ich nicht zufrieden, nachvollziehbarerweise. Dieses mit dem Gang muss ich mir nochmal angucken, wie man den drückt. Offensichtlich habe ich da Wissensdefizit. Ja. Jetzt bin ich natürlich auch ganz weit abgeschlagen, aber gut, mal gucken. Ich spiele mal die WM zu Ende. Vielleicht stellt sie ja noch sowas wie einen Lauf ein und dann sehen wir uns bei Serie 6. Bis denn.